Also alle Erfahrungspunkte darüber sind ja eigentlich egal, weil wir ja kein Level mehr kriegen können. Und die Erfahrungspunkte Ich selber. schätze, ihr seid am Ende. Die Erfahrungspunkte selber, wie ich es gerade sagen wollte, die werden ja nicht übernommen, nur das Level, glaube ich. Die werden dann angepasst, die Erfahrungspunkte. Bitte tötet mich nicht. Bitte, bitte, bitte. Winselt so wie ihr wollt. Tun, euer Leben ist riskiert. Euch töten? Bitte tötet uns nicht. Bitte, bitte, bitte. Beruhigt euch, Freund. Wir haben keinen Grund, euch etwas anzutun. Warum seid ihr hier? Ihr wurdet nicht gesandt, den armen Kuschold zu töten. Wir sind gekommen, um etwas zu holen. Sobald wir es gefunden haben, machen wir uns auf den Rückweg. Ihr seid also Kuschold. Die Wahrheit ist, wir sind gekommen, euch zu töten. Nein, das stimmt nicht. Wir sollen nur etwas suchen. Ach, ihr seid hier nicht gefangen. Ich bin Kuschold, der Peiniger von Laschom. Der Schänder von Surk. Selbst mit meiner mörderischen Kraft kann ich nicht entkommen. Wir haben da so unsere Ideen, Kuschel. Habt ihr vielleicht einen Umhang gesehen? Ein Schlüsselstein, natürlich. Meine Freunde, ich bin hier schon viel zu lange gefangen. Denkt doch nur an meinen Ruf. Kuschel werden sie sagen, was für ein mystischer Magier seid ihr. Und dann sage ich, es ist nicht meine Schuld, es ist das blöde Eis. Und dann antworten sie, ihr seid ein Verlierer, Kuschel. Nichts weiter als ein Narr, wenn ihr versteht, was ich meine. Versteht ihr nicht? Mein Ruf. Ich muss diesen Schlüsselstein haben. Ich muss hier weg. Hier nehmt schon das verfluchte Ding und haltet die Klappe. Wir können euch nicht helfen, Kuschel. Auch wir müssen diesen Ort verlassen. Aber es ist so kalt. Merkt ihr das nicht? Es ist kalt. Warum gibt sich Kuschel bloß mit diesen Schurken ab? Nun gut, ich muss diesen Schlüsselstein haben. Meine Klinge wird euch Okay. zurechtstoßen. Ach so, das war eine Falle jetzt, in die Kalid getreten ist. Nichts mehr zaubern hier, egal ob du Phantomtor geschworen hast oder nicht. Oh. Winterwolf hingegen ist noch lästig. Oder auch nicht. Gut. Dann gucken wir mal, was Kuschel so dabei hatte. Juhu, etwas Geld und einen Lähmungsstab. Sehr schön. Von denen haben wir übrigens noch zwei. Oh, nebenbei. Minz gibt den hier mal ab. Lähmungsstäbe brauchen wir eigentlich gar nicht, auch nicht mehr so häufig. Nichts leichter als das. Also, sorry, draußen sind Geräusche. Aber die dürften jetzt nicht mehr stören. Gut. Bei der Aufnahme. Du bist ja ein Kumpel. Okay, wir haben wieder zwei weitere Magier erwischt. Ich hab genug davon. Dann gucken wir mal hier weiter, wobei wir hier jetzt eigentlich fast schon wieder auf den Hauptgang treffen sollten hier. Also wie man sehen kann, wir haben hier einmal den Rundgang gemacht. Und da müssen wir dann hier oben weiter. Sieht schon ein bisschen so aus wie die Feuerweinbrücke. Hoch, falscher Knopf. Aber ist zum Glück nicht ganz so nervig. Und ja, der eine Winterwolf ist tatsächlich den ganzen Weg hier rumgerannt, nur um uns von hinten anzugreifen. So, und da. Au. Was wollt ihr? Falle zugeschnappt. Auch gut. Zum Glück geben die im ersten Teil noch keine Erfahrungspunkte. Auch wenn immerhin jetzt wahrscheinlich alles wehtut. Was wollt ihr lang? Pfeile hat sie noch genug? Wie sieht es bei dir mit Schleuderkugeln aus? Hast du auch noch genug? Du hast noch viel zu viele Tränke übrigens. Konzentrationstrank, Intelligenz und Geschicklichkeit. Und du machst einfach die Intelligenz hoch. Trink mal so einen, da müsstest du die beiden eigentlich identifizieren können. Genau. Stab der Furcht und schon Stab. Wie lange hebt das eigentlich?
15 Phasen, also 15 Minuten. Hä? Intelligenz? Achso, um 4 erhöht. Okay. Nein, Bonuszauber bringt uns leider keine. Ja? Aber immerhin hat eine Falle entdeckt. Sehr gut. Etwas Unnatürliches geht hier vor und ich möchte nicht daran teilhaben. Was? Beinahe unter. Ja, immerhin, wir machen uns ja schon auf den Weg, hier zu verschwinden. So. Mich kümmert, denn ich verschwinde jetzt. Ja, nichts leichter als das. Du bist Janko. Hier lang. Hier geht's weiter. Also, ja, hier haben wir alles, wie ich sagte, einmal in Rundgang. Und hier ist dann der Weg weiter. Weil wir haben ja Shandalas Umhang noch nicht gefunden. Was wollt ihr? Ich hab genug davon. So, hier lang. Hier lang. Gut. Was? Gut. Dann ziehen wir den Rest mal nach. Hier lang. Und hier haben wir den langen Gang, den wir auch bereits aus der Feuerweinbrücke kennen. Ah. Au, und der ist nochmal zurückgekommen. Okay, die Falle können wir nicht mehr entschärfen, weil die gar nicht mehr da ist. Ja, nichts leichter als das. Wir müssen aber gucken, dass wir immerhin heilen. Mich kümmere, ich hab genug davon. Okay, das ist keine mehrmals auslösbare Falle, die ist einfach nicht mehr da. So, gut. Was wollt ihr? Nur einmal eine große Heilung auf immerhin. Au, das könnte ein bisschen mehr brauchen als nur eine große Heilung. Gehen wir noch zwei kleine hinterher. Was immer ihr braucht. Und Dünner hier, du sollst nicht einfach irgendwo hinlatschen. Du bist ja hier lang. So, auch wenn es nicht mehr gefährlich ist. Jedenfalls in der Richtung. So möchte ich doch lieber, dass die Gruppe diesmal zusammenbleibt. Im Gegensatz zur Feuerweinbrücke, wo die Taktik ja eine andere war. So, hier war eine Falle. Was wollt ihr? Dann können wir jetzt langsam unsere Trupp wieder nachziehen. Was wollt ihr denn? Ich verschwinde jetzt. Ich bin ganz Ohr. Bei dir wirkt das noch? Oh. Ja? Hier lang. Ein Zwerg. Was? Sah jedenfalls aus wie ein Zwerg. Was wollt ihr? Beinahe unter meiner Hand. Ich tue mein Bestes. Mich kümmert, denn ich verschwinde jetzt. Immerhin, geh mal etwas weiter nach hinten. Haltet alle Waffen und Zauber bereit und dann auf sie mit Gebrüll. Hihahaho, schon lange hier? Nein, und ich denke auch nicht daran, hier, lange hier zu bleiben. Lange genug, wenn auch nie, wenn... Auch wenn ich nicht behaupten... Auch wenn ich nicht behaupten kann, euch schon einmal begegnet zu sein. Wie nennt ihr euch, Freund? Aus dem Weg, Alter, Mann. Ich muss meine Aufgabe erledigen. Ich habe keine große Lust. Nein, und ich denke auch nicht daran, lange hier zu bleiben. Nein, nein. Niemand will das. Niemand. Dachtet ihr wirklich, ich wollte hierher? Dachtet ihr, ich wollte hier jahrelang herumhängen? Ich, Tillan Altura, einst der aufgehende Stern von Tethir? Nein, hier, hoho, ich doch nicht. Nun gib mir den Schlüsselstein da, Blutblümchen, oder ich rupf euch die Blütenblätter einzeln aus und lasst euch verrotten. Okay, da hat einer mal wieder einen Doppelgänger. So, das müsste es mit den Doppelgängern gewesen sein. Mehr Geschosse. Und weg ist er. Ich glaube, so wird Imo niemals ihre Geschossstäbe los. Der hat Wurfpfeile +1. Na gut, die lassen sich verkaufen wenigstens. Was wollt ihr?
Beinahe unter meiner Würde. Ah, vorsichtig. Aber er hat 3000 Erfahrungspunkte gegeben dafür, dass er nichts konnte. Ja, ich hab genug davon. Also man merkt, wir sind schon fast schon ein bisschen zu hochlevelig für das Gebiet hier. Naja, das ist auch das einfachste der drei. Es gibt so viele Orte, an denen ich jetzt lieber wäre. Das einfachste der vier Gebiete, die wir im Add-on haben. Wow, Winterwolf. Mehrzahl. Wir noch mal, wir haben noch nicht. Was wollt ihr? Alle bitte. Für die Gerechtigkeit. Dies ist mein Wald. Aber deckt bitte nicht zu weit da oben auf. Genau, da oben ist nämlich noch einer. Wow, da sind viele Winterwölfe. Moralisches Versagen. So, ein Winterwolfspilz. Kann ich euch behilflich sein? Khalid, du kannst die auch noch einsammeln. Oh, jetzt ist Khalid verlangsamt. Dann gib mal eins von den dicken Ankeckköpfen an. An Talisa ab. Für die Gruppe. Ich tue mein Bestes. Und schnapp dir noch so einen Winterwolfspilz. Was gut. So, die Ankerköpfe können wir nämlich dann verkaufen, wenn wir nach Baldur's Gate zurückgehen, um das Schiffslochbuch zu holen, was wir ja für den einen Typen in Ulgords Beard brauchen, der Baldurans Schiff sucht. So, da haben wir noch einen Kerl. Ich schätze, ihr seid am Ende. Oh, seht euch mal an. Hallo. Und wie mögt ihr wohl sein? Mal wieder so ein launischer Zauberschlingenwerfer, der nach einem Fluchtweg sucht. Oder doch bloß ein nach Zauberkraft hungernder Trottel, der versucht, die Türen von der falschen Seite zu öffnen. Sagt mir, Krieger, warum befindet sich das, was man sucht, immer an dem Ort, an dem man zuletzt nachsieht? Weil man es findet? Ich habe keine Zeit für eure Rätsel. Ich suche einen Umhang, der Shandala gehört. Dieser Ort muss eure Sinne verwirrt haben. Auch ihr scheint nicht freundlicher als die anderen hier zu sein. Sagen wir mal ganz einfach naiv, weil man es findet. Also wenn man am Ort, man findet immer etwas am Ort, an dem man als letztes nachsieht, das ist klar. Auch wenn das der erste Ort ist, an dem man nachsieht, das ist auch der letzte, wenn man es findet. Ha, eine gewöhnliche, doch sinnige Antwort an einem ungewöhnlichen Ort, wo der Sinn nicht das Sagen hat. Ihr sucht hier nach etwas, etwas Mächtigem und Wertvollen. Und ich bin mir sicher, ich weiß, was es ist und für wen ihr es sucht. Ich beabsichtige jedoch nicht, es herauszugeben. Nun, was habt ihr dazu zu sagen? Woher wisst ihr das alles? Das ist ganz und gar unwichtig. Ihr habt damit zugegeben, was ich wissen wollte. Ich werde mir das nehmen, was ihr habt, ob es zulässt oder nicht. Ich habe ganz einfach einen Auftrag. Ihr könnt mir bei der Ausführung helfen oder mich daran hindern. Aber ignorieren könnt ihr mich nicht. Woher wisst ihr das alles? Den anderen hier geht es wie mir. Wir verstehen diesen Ort nicht. Wahrscheinlich könnte nicht einmal der Ort selber seinen Zweck erklären, wenn er Fragen beantworten könnte. Es ist gut, dass ich nicht so schnell verzweifle wie die anderen und ich fürchte das Unbekannte auch nicht so sehr wie sie. Wenn dieser Ort magische Energie anzieht und ich mich hier in seiner Mitte befinde, dann muss ich daraus folgern, dass er die magischen Energien auf mich überträgt. Die Zeit wird kommen, da ich sie mir nutzbar machen werde und die Zeit wird kommen, da ich diesen Ort verlassen werde. Schon jetzt weiß ich mehr über diesen Ort als alle anderen. Ich kann Dinge sehen, Dinge, die andere nicht sehen können. Irrelevant, mich interessiert nur, was ich von hier holen soll. Erst wenn ich das gefunden habe, kann ich von diesem Ort fort. Ihr scheint viel zu wissen. Könnt ihr mich vielleicht auch sagen, wo ich schon das Unheim finden kann? Ich muss ihn einfach finden. Und was genau könnt ihr sehen? Was ist dieser Ort? Ich sehe, warum ihr hier seid. Ich sehe, dass ich habe, wonach ihr sucht. Ich sehe, dass wir kämpfen müssen und der Sieger wird hier fortkommen. Was dieser Ort ist? Vielleicht vieles. Heute ist er ein Kampfplatz, morgen wird er ein Friedhof sein. Gestern ich weiß es auch nicht. Ist dieser Ort natürlich? Ist er eine Abscheulichkeit? Ist er von Göttern geschaffen? Ist er außerordentlich niederträchtig? Wir alle sind verschieden, manchmal auch begriffsstutzig und unwissend. Tut, was ihr nicht lassen könnt. Gewinne ich, bin ich befreit. Verliere ich, bin ich befreit. Ja, egal wie er es sieht, er hat schon recht.
Ja? Kann ich nicht eigentlich mittlerweile Unsichtbares entdecken oder so? Nein, kann ich nicht. Okay. Was wollt ihr? Sobald er aber wieder zaubert, ist er Futter. Genau. Ja? Und weg. Was? Beinahe unter meiner Würde. Genau. Chandalas Umhang wahrscheinlich. Und eine Schriftrolle. Kannst du den Umhang identifizieren? Nein, kannst du nicht. Ist das schon abgelaufen? Nein, ist es nicht. Okay.